Aus Hannover, Dirk Banse, Saarstedt. Im Kreis Hildesheim hat ein Brand in einem ehemaligen Supermarkt Wiesen zerstört. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Laut Polizei Saarstedt brannte das leerstehende Gebäude komplett ab. Letzte Glutnester müssten noch gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde niemand. Dutzende Anwohner mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen. Die Saarstädter Polizei schätzt den Sachschaden auf 500.000 Euro.